Welche Nummer wünschen Sie? Herr Wallace, hier ist Fräulein Flitter von nebenan. Ich versuche seit 45 Minuten ein und dieselbe Seite in meinem Buch zu lesen. Nur um immer wieder von diesem unablässigen Geklappe unterbrochen zu werden, das offenbar aus Ihrem Keller kommt. Ich verstehe zwar, dass ein Erfinder berechtigt ist, in der Abgeschiedenheit seines Eigenheims zu erfinden, aber das Ballern, Krachen, Kreischen und diese Explosionen müssen wirklich aufhören. Und war das etwa Nutzvieh? Also wirklich, Wallace, dies war immer eine achtbare Straße. Hier ist Wachtmeister Dibbins von der Polizeistation. Wir haben in letzter Zeit mehrfach Beschwerden von Fräulein Felicity Flitter, West Wallaby Street, über mögliche Ruhestörungen bei Haus Nummer 62 erhalten. Ich muss Sie wohl kaum daran erinnern, Herr Wallace, dass die Haltung von Bauernhof und Lasttieren innerhalb der Stadtgrenzen streng verboten ist. Und zwar einschließlich, aber nicht beschränkt auf Hühner, Schafe, Ziegen, Schweine, Pferde, Miniaturpferde, Alpakas und besonders Kühe. Wenn sich noch mehr Anwohner beschweren, dann sind sie dran. Guten Tag. Hey, Grommet, immer sachte. Du kannst alle Pasteten backen, die du willst, wenn erstmal die Gasleitung repariert ist. Hey, Grommet, immer sachte. Du kannst alle Pasteten backen, die du willst, wenn erstmal die Gasleitung repariert ist. Rausgelassen. Dieser räudige Windhund verwüstet meine Rosen. Er kam mit so einer Art Knochen aus dem Haus deines Herrchens gerannt. So, dann füttert er uns jetzt also die Streuner an. Das schlägt doch dem Fass den Boden aus. Apropos Boden, wer weiß, was dieser Hund den Wurzeln antut? Wo ist Wallace überhaupt, wenn man ihn braucht? Gibt es denn keine Kavaliere mehr auf dieser Welt, die das Eigentum einer Frau schützen können? Jetzt steh doch nicht einfach so da. Unternimm was. Du bist doch schließlich ein Hund. Rede doch wenigstens einmal mit ihm. Ich weiß, dass die ganze Stadt von Streunern unsicher gemacht wird. Aber du kannst doch jetzt keine Knochen verteilen, Grommet. Wenn du einem Hund einen Knochen gibst, musst du damit rechnen, dass er ein Loch gräbt. Und da mein Garten die erste Adresse zum Löcherbuddeln ist, solltest du noch einmal darüber nachdenken. Ich bin jedenfalls nicht diejenige, die diesen buddelnden Bastard aus dem Untergrund zerrt. Wilden Hunden Knochen geben. Ich hätte gedacht, du weißt, dass man damit einen herrlichen Garten todsicher in einen Schweizer Käse verwandelt. Wenn du dich irgendwie nützlich machen willst, dann musst du etwas noch viel Unwiderstehlicheres finden, als das, was das Vieh jetzt im Maul hat. Was kann ich als arme, hilflose Frau schon ausrichten? Ich kann schließlich nicht den Boden nach einem solchen Wühlfanatiker durchbuddeln. Das wäre eher eine Aufgabe für dich. Sieh mich nicht so an. Ich fasse dieses schmutzige Tier nicht an. Es könnte die Kratze haben. Ich
weiß, dass die ganze Stadt von Streunern unsicher gemacht wird. Aber du kannst doch jetzt keine Knochen verteilen, Gromit. Wenn du eine... So ist dieser Wühlmausverschnitt in den Boden gekommen. Sieh dir meine Petunien an. Pulverisiert! Ein Albtraum! Ein einziger Albtraum! Gott sei Dank hat mir dieser Halunke nicht auch noch die Tulpen zerrupft. Das hätte ich nicht überstanden. Ich bitte dich nur um eines. Rette meine Tulpen. Mir ist es völlig egal, wie du diesen Hund an die Erdoberfläche holst, aber tu es! Ich wollte dieser hier gerade ein kleines Zuhause graben, als dein kleiner Freund in meinen Garten gerannt kam. Morgen, Gefreiter. Rühren, Gefreiter, rühren. Sicher hast du schon von den erbaulichen Einsätzen dieses Wochenende gehört. Das hört sich nach den guten alten Zeiten an. So wie damals, als die Ensa mit ihren Darbietungen die Moral der Truppe stärkte. Das hat sie daran erinnert, wofür sie kämpfte. Ich erinnere mich noch daran, wie ich in Algerien stationiert war und man für uns einen kompletten Programmtag organisierte. Wirklich unglaublich. Da war zum Beispiel Fatima, die Schlangenbeschwörerin, das allseits beliebte Affenweitwerfen und sogar ein Couscous-Wettessen. Apropos, du wirst doch auf der Kirmes zusehen, wenn ich mich in die Essensschlacht stürze, oder? Ich rede vom Pasteten-Wettessen, Gefreiter. Du hast doch sicher in der Stadt den Anmeldebogen gesehen. Aber den alten Major kriegt keiner klein. Man nennt mich nicht umsonst Kampfesser Crumb. Ich sage dir, Gefreiter, nach einem Leben im Schützengraben ist es die reinste Freude, sich hinzusetzen und einige Handvoll dieser dekadenten Kekse zu genießen. Ich habe diese unwiderstehlichen kleinen Biester in meinem Keller gefunden. Seitdem esse ich sie. Und bei einem so großartigen Stoffwechsel wie meinem denke ich gar nicht daran, wieder aufzuhören. Oh. Was für ein Aroma! Oh, dieses Pastetenwettessen, das wird was werden, Gefreiter. Im Offiziersheim würden die Männer jetzt Wetten darauf abschließen, wie viel ich verdrücken kann. Nicht in Tellern gemessen, sondern in Schaufeln. Das hättest du erleben müssen. Berge von Nudeln. 100-stöckige Pasteten, tonnenweise Blutwurst. Damals war mir kein Teller zu voll. Natürlich hatte ich damals auch noch einen größeren Appetit als heute. Aber mit Major Crumbs Magen muss man nach wie vor rechnen. Oh, köstlich. Aber ein wenig gehaltvoller, als man es von einem Keks erwartet. Das dürfte mich allerdings nicht davon abhalten, bei der Kirmes die Massen zu begeistern. Ich sage dir, Gefreiter, nach einem Leben im Schützengraben ist es die reinste... Ich habe diese unwiderstehlichen... Oh, was für ein... Das sind meine Kekse, Gefreiter! Und noch dazu sehr lecker. Die kann ich nicht mit dir teilen. Zur optimalen Nahrungsverwertung müssen sich die Soldaten heutzutage streng an ihre Rationen halten. Also, leider keine Extrawürstchen für dich. Oh, was für ein Aroma. Wie ich schon sagte, Gefreiter, bekommst du nichts von meinen Keksen ab. Glaub mir. Es ist zum Besten des Regiments. Nein, du kannst auch nicht einen haben. Oh, die könnte ich den ganzen Tag lang essen.
Hallo, Gromit, mein Freund. Wie geht's an Wallis? Schon von der Kirmes gehört? Ich war noch nie auf einem richtigen Stadtfest. Ah, das wird bestimmt toll. Du gehst doch sicher auch hin mit Herrn Wallis. Schon von der Kirmes? Guten Morgen, Kleiner. Gehst wohl gerade ein bisschen Gassi? Na, bei dem schönen Wetter. Kann ich was für dich tun? In der Stadt ist die Hölle los wegen dieser Benefizkirmes am Wochenende, wie? Wurde auch Zeit, dass jemand die Hundepension wieder aufbaut. Ich hatte in letzter Zeit Zusammenstöße mit allen möglichen Streunern. Terriern, Spanielen, Mischlingen. Ja, sogar mit einem irischen Wolfshund. Sie hätten sehen sollen, wie groß der war, als er versucht hat, an meine Speckwürfel auf dem obersten Regal zu kommen. Hat mich über den Haufen geworfen und meine Markise abgerissen. Das Chaos hätten sie sehen sollen. Aber ich habe ihm heimgeleuchtet, das kann ich Ihnen sagen. Wenn du die Futterluke so weit aufreißt, ist es kein Wunder, dass das arme Tier erschreckt. Kümmer dich um deinen eigenen Kram und unterbrich mich nicht. Das ist genau der Grund, warum du keine Freunde hast und den ganzen Tag lang nur mit den Vögeln sprichst. Pah, ich brauche eben intelligente Gesprächspartner. Jedenfalls war es höchste Zeit, dass die Leute sich zusammentun und die Hundepension wieder auf Vordermann bringen. Denkst du nicht auch, mein Lieber? Ich bin froh, dass endlich was getan wird, um die Hunde von der Straße zu holen. Eine echte Benefizkirmes. Ach, ich liebe Volksfeste. Gesottenes, gebratenes, die verschiedensten Süßigkeiten. Ach, da könnte ich essen, bis ich platze. Ja, kein Zweifel! Ach, du! Ich bin froh, dass endlich was getan wird, um die Hunde von der Straße zu holen. Eine echte Benefizkirmes. Ja, kein... Ich freue mich auf die Kirmes am Wochenende. Das wird ein schönes Getümmel. Und dazu noch für einen guten Zweck. Wir sehen uns am Wochenende auf der Kirmes. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich freue mich auf die Kirmes ab...